Herzlich willkommen zum digitalen Salon. Wir haben ein bisschen renoviert, werdet ihr gleich feststellen. Ich bin Katja Weber und freue mich, dass ihr dabei seid. Wie gesagt, wir haben uns ein bisschen verändert. Ich habe es im Januar schon angedroht und zwar so, dass wir jetzt immer ein Thema über zwei Ausgaben des Salons ziehen wollen. Im Januar habe ich mit drei Fachleuten gesprochen, für die, die nicht dabei waren, über das zoomende Klassenzimmer. Und zwar mit einer Berliner Schülerin, mit einem Vater, der sich für Datenschutz an der Schule engagiert und mit einer Bildungsforscherin. Und das war der lange, breite Aufriss des Themas Schule digital, wenn wir das so überschreiben wollen. Und ihr findet diese Diskussion auch noch als Video und als Podcast online auf hig.de. Heute wollen wir nochmal vertiefen und hoffentlich auch anregen oder Lust machen auf selber machen, ob ihr nun zur Schule geht, ob ihr auf Lehramt studiert, Schulleiterin seid oder Eltern von Schulkindern. Es wird heute also eher so ein How-to, hoffentlich mit vielen Beispielen aus der gelebten und ich glaube in weiten Teilen auch ganz gut gelingenden Praxis. Meine Gäste möchte ich euch gleich vorstellen, aber erstmal ein kleiner Rückblick auf die vergangene Diskussion. Mal klar zu machen, was wollen wir eigentlich und was ist digital? Weil Digitalisierung der Schule ist doch ein Begriff, was heißt denn das eigentlich? Also wo fängt es an, wo hört es auf? Also dieses politische Momentum muss man jetzt mit rausnehmen. Der Lehrerarbeitsplatz ist unterirdisch schlecht ausgestattet in Deutschland. Die Schulen sind auch wirklich verwahrlosen, also man hat sie verwahrlosen lassen in den letzten Jahrzehnten. Aber ich weiß, dass viele Schulen echt Probleme mit diesen Datenschutzrichtlinien haben. Zum Beispiel in meiner letzten Bezirkssitzung wurde mir dann vor ein paar Minuten erzählt, aus meinem Gremium, dass ihre Lehrer keine Online-Stunden abhalten, weil sie Angst haben, wie es datenschutztechnisch aussieht. Egal mit welchem Medium. Und dass sie so deswegen gar keine Unterstützung von den Lehrern bekommen, weil die eben nicht wissen, ob sie das dürfen, wie sie es dürfen, in welcher Art und Weise. Und das war eben nicht nur einmal dieser Kommentar. Und da, finde ich, merkt man sehr gut, wie alleingelassen viele Lehrkräfte und eben auch die Schulen an sich sind. Das waren eben gerade Luisa Regel vom Berliner Landesschülerinnenausschuss, Michael Merz vom Verein Cyber for Edu und Anne Slivka, Bildungsforscherin war sie oder ist sie an der Uni Heidelberg. Und ich freue mich, dass sich heute Abend ein Tandem die Zeit für uns nimmt und möchte euch David Tepasse vorstellen. Der ist der stellvertretende Schulleiter am Gymnasium Hasewinkel. Und ich schätze, jetzt fragen sich ein paar, wo ist denn Ditte? Das ist eine 25.000 Einwohnerstadt im Landkreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen folglich. David ist außerdem Lehrer für Informatik, für Sozialwissenschaften und Mathematik. Herzlich willkommen, David, und danke für deine Zeit heute Abend. Ja, danke für die Einladung, liebe Katja. Lars Zumbansen ist bei uns, gehört ebenfalls zur Schulleitung. Ich glaube, wir werden noch hören, dass da noch einige andere auch unterwegs sind. Und er gehört dazu als didaktischer Leiter und verkörpert, würde ich immer so zusammenfassen, das andere Spektrum vielleicht der Fächer, die man an der Schule unterrichten kann, nämlich Kunst und Deutsch. Herzlich willkommen auch dir, Lars. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass wir in dein Wohnzimmer gucken dürfen. Ja, sorry. Alles gut. Und wie immer, wir können euch im Publikum leider gerade keinen Stuhl anbieten auf dem Podium, wollen aber sehr gerne hören, was euch umtreibt beim Thema. Und im Januar haben wir erfahren, das ist allerlei. Also schreibt uns gerne eure Fragen auf Slido oder auf Twitter, Hashtag Dicksal, wie immer. Und wir reichen die dann an die beiden Fachleute weiter. David, ich würde mit dir gerne beginnen als stellvertretender Schulleiter. Ich habe ja schon gelernt, das deutsche Schulwesen ist streng hierarchisch, also beginne ich bei dir. Jetzt war ja Schule in Deutschland noch nie so digital wie im Moment, zwangsweise Umstände halber. Wie gut oder wie schlecht klappt das am Gymnasium Hasewinkel, wo ihr ja schon in vorpandemischen Zeiten rumprobiert habt? Ja, vielleicht muss man dazu sagen, dass das nicht nur was mit Digitalisierung zu tun hat, sondern tatsächlich ganz viel mit Sachen, die dann danach folgen, quasi, wenn ein bestimmter Stand erreicht ist. Nämlich sowas wie Selbststeuerung, Selbstorientierung, dass Schüler lernen, sich selbst zu organisieren, ne, dass man denen die Möglichkeiten gibt. Aber die Grundlage stellt tatsächlich wirklich dar, dass unsere Schülerinnen und Schüler und unsere Lehrer und unsere Räume, das spielt jetzt gerade in Corona-Zeit nicht so eine große Rolle, aber zumindest die anderen Parteien, mit Systemen ausgestattet werden, mit denen sie arbeiten können, auch vertraut damit sind, damit umgehen können. Das umfasst zum einen die Hardware, die dahinter steckt, aber insbesondere auch diese Software, also sprich ein Lernmanagementsystem, mit dem man irgendwie arbeiten kann.
wo man dann auch eine Videokonferenz zum Beispiel natürlich mithalten kann. Das, was im Eingangsvideo gerade gesagt wurde von der Schülerin, die trauen sich das nicht zu machen, hat ja viel damit zu tun, dass im Vorfeld sowas gar nicht gemacht wurde. Und das ist zum Beispiel eine Geschichte, die bei uns grundlegend anders gemacht wurde. Wir haben vor 4 Jahren angefangen, noch weit vor Corona, uns so aufzustellen, dass wir möglichst krisensicher sind, obwohl wir damals natürlich noch nicht absehen konnten, dass sowas kommt. Aber hatten tatsächlich jetzt auch keine Probleme, zu dem Zeitpunkt der Krise solche Systeme mit auszurollen, weil unsere Systeme so performant waren und so funktionierten, dass das dann überhaupt gar keine Probleme darstellten. Das heißt, ihr hattet schon ein bisschen Vorsprung auf jeden Fall. Und was wir vielleicht auch noch mal mitnehmen für die weitere Diskussion aus dem, was du gerade sagtest, euer Thema ist weniger, sage ich jetzt mal, Digitalität als Lernen oder eigenverantwortliches Lernen mit den Tools, die sich dafür anbieten. Dann, Lars, würde ich natürlich gern zu dir rübergehen als didaktischer Leiter. Also du bist ja derjenige, der sich überlegt, in welchen Formaten ihr zwei beide, natürlich auch euer Kollegium, was, wie an die Schülerinnen und Schüler bringt. Ich weiß, dass eure Schule sich immer wieder evaluiert oder sich selbst befragt, was klappt denn eigentlich, was klappt nicht so gut. Jetzt nach einem Jahr Pandemie, was würdet ihr denn sagen? Wo seid ihr schon richtig stark und wo seht ihr jetzt unter den ja auch für euch veränderten Bedingungen doch noch Luft nach oben? Ja, also wir haben ja immer schon gesagt, dass Corona irgendwie wie so ein Brennglas war. Und wir haben natürlich dann so ein System geschaffen und mussten da jetzt diesem System einen Stresstest aussetzen, mehr oder weniger in Corona-Zeiten. Und wir haben natürlich festgestellt, dass bestimmte Einrichtungen bei uns in der Schule total wertvoll waren. Und da fange ich jetzt mal gar nicht mit der Technik an, sondern ich fange vor allem mit den Kommunikationszirkeln an, die wir etabliert haben. Ne? Weil du sagtest gerade, ich bin dafür verantwortlich. Ich glaube, was ganz wichtig ist bei uns, dass wir immer Schulentwicklung als gemeinsamen großen Prozess aller beteiligten Gremien begriffen haben. Also im Kontext einer offenen Schulkonferenz aus Eltern, Schülern, Lehrern vertreten, haben wir halt immer überlegt, wo wollen wir eigentlich hin? Und wir haben ganz früh auch immer dann zum Beispiel solche Evaluationen gemacht, nicht nur jetzt in Corona-Zeiten, sondern überhaupt so, was ist gerade kritisch bei uns, was wollen wir eigentlich verändern? Und da haben wir dann auch so bestimmte Leitbilder daraus abgeleitet, ne? dass man bei uns zum Beispiel sagen kann, Schüler wollten schon vor der Krise irgendwie flexiblere Lernzeiten, wollten schon mehr Individualisierung. Und auf der anderen Seite wollten sie von Schule mehr Lebensraum. Gestaltung. Sie wollten mehr Mitsprache haben über die Räume, die sie eben auch selbst nutzen können. Und dieses Spannungsfeld, das galt es irgendwie auszuhalten. Deswegen haben wir eigentlich bei unserem Konzept für digitales Lernen auch immer diese beiden Anker so mehr oder weniger auch gesetzt. Das heißt asynchrones Lernen, jeder in seinem eigenen Tempo. Ja? Und auf der anderen Seite war uns aber ganz wichtig, das immer wieder einzubinden in gemeinsame Resonanzräume, so nennen wir das. Also sprich, die Schüler müssen ja auch eine Selbstwirksamkeitserfahrung machen. Und das geht nur, wenn man das wertschätzt, was die Schüler produzieren. Und wenn man das auch einer kritischen Prüfung unterzieht. Das heißt Peer-Feedback-Schleifen, sowas zum Beispiel. Oder dass die Schüler auch wirklich etwas machen. Das heißt, dass es nicht im Äther verschwindet. Man hört ja immer in der Corona-Zeit beispielsweise, dass die Schüler dann irgendwelche Arbeitsblätter ausfüllen müssen und die am Ende der Woche dann abgeben und man weiß gar nicht, was damit passiert. Ja, und deswegen war es uns wichtig, auch immer wieder authentische Lernprodukte zu erzeugen. Also ich nehme ein schönes Beispiel. Vor Weihnachten haben Schüler eine Postkartenaktion gemacht, um Mut zu spenden, haben Postkarten für Altenheime konzipiert, gedruckt und haben das quasi selbstständig in kleinen Teams entwickelt und haben das dann wirklich auch umgesetzt. Ne? Und da war natürlich auch sowas wie Verantwortung mit verbunden. Und das war eben wichtig, dass Distanzunterricht und das, was damit verbunden ist, dass das nicht etwas ist, was irgendwo in so einem nebulösen virtuellen Raum geschieht, sondern was immer wieder zurückgeholt wird in die Gemeinschaft, auch in die reale Welt. Wir kommen auf die Personengruppen, die du gerade angesprochen hast, die es gilt einzubinden, auch noch im Einzelnen zu sprechen. Ich würde aber gern noch mal über dieses Mantra des Präsenzunterrichts sprechen. Jeder Kultusminister, jede Kultusministerin trägt das monstranzartig vor sich her und es wird immer geframed, dass das Lernen auf Distanz, Pferdefüße, ist nachteilig, mangelbehaftet, nicht so gut, wie wir sonst gut sein wollen. Ich vermute mal, ihr teilt diese Einschätzung nicht. Ja, nee, so nicht. Allerdings, also ich fange vielleicht mal so an. Ich glaube, das Lernen auf Distanz, so fachlich gesehen, funktioniert, wenn ich jetzt mal so meine Fächer nehme,
Hervorragend. Also ich bin, glaube ich, mit meinen Kursen noch nie so intensiv mit Informatik vorangekommen, wie ich das gerade mache, weil die Bedingungen zu Hause paradiesisch sind. Also paradiesisch im Sinne von, Sie haben einen Arbeitsplatz, jeder Schüler, jede Schülerin hat einen Rechner, den Sie gegebenenfalls von uns gestellt bekommen. Jeder ist da, kommt keiner zu spät. Also das ist toll, ne? Und es gibt aber, es gibt, und das ist vielleicht auch direkt der Nachteil, es gibt ja keine soziale Interaktion. Wenn ich mit meiner Tochter spreche, die gerade von zu Hause aus die Seite erlebt, die vermisst diese soziale Interaktion untereinander, weil das kann in der Distanz nicht stattfinden. Und so ist das ein Teil, der, glaube ich, in Schule viel stärker gerade Beachtung finden müsste. Leider passiert das tatsächlich gerade nicht in der Schule, weil das Mantra ist ja ganz nett, was da gepredigt wird, aber das führt ja faktisch in Nordrhein-Westfalen dazu, dass die Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen, die in den Prüfungen jetzt reingehen. Also sprich unsere Q2 zum Beispiel und die Q1, die vor dem Abitur steht. Wenn ich mir meine Tochter angucke, so müsste eigentlich jeder Schüler, jede Schülerin in die Schule kommen für einen gewissen Zeitraum unter pandemischen gescheiten Bedingungen und diesen Sozialraum erfahren. Weil das ist das, was fehlt. Also diese soziale Interaktion, vielleicht den Diskurs miteinander, vielleicht auch nur ein bisschen gemeinsam was machen. Ja, was im Freundeskreis natürlich mit der besten Freundin gerade passiert, aber es ist ja doch ein Unterschied, als wenn man sich mit 10 Leuten trifft und vielleicht auch dann mal, weiß nicht, was aushalten muss. Vielleicht möchte ich den gar nicht sehen und der ist trotzdem da und ich muss mich damit auseinandersetzen. Also Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. wenn man euch zuhört, merkt man schon, ihr predigt gar nicht so Schule digital, sondern eigentlich ein hybrides Modell, was dann passgenau je nach Fach und je nach Bedürfnis guckt, was braucht der, was braucht die und wie bieten wir es an. Ich weiß, dass du sagtest gerade paradiesische Bedingungen zu Hause, da würde wahrscheinlich der ein oder andere Kultusminister oder die ein oder andere Lehrerin sagen, ja, wenn, wäre es ja super. Weil de facto wissen wir ja auch, nicht jeder findet die zu Hause vor, weder den Raum noch das Equipment. Und ich weiß ja auch, dass man bei euch an der Schule, ich weiß nicht, ob es aktuell noch gilt, jetzt im Lockdown, okay, dass ich mir als Schülerin, die sagt, ey, zu Hause meine 3 Geschwister und irgendwie nur einen Laptop, den wir uns zu teilen haben, das haut nicht hin. Ich würde mir gerne bei euch einen Zeitraum in der Schule einbuchen. Das ist vermutlich auch aus dieser Erkenntnis gewachsen, nicht jeder hat zu Hause diesen optimalen Arbeitsplatz und diese Ressourcen. Also das haben wir ganz von Anfang auch schon gemacht. Wir haben direkt eine Umfrage gestartet, ganz, ganz früh schon in der Krise, direkt 2 Wochen, glaube ich, nachdem Corona jetzt angefangen ist. Ich glaube, am 13.03.2020 ging es los mit dem ersten Lockdown. Und da haben wir das tatsächlich schon früh angefangen. Und wir haben da unterschieden zwischen einerseits den Bedürfnissen der Sekundarstufe 1 oder den Kleinen, die vielleicht auch noch eine stärkere pädagogische Betreuung brauchen, eine Anleitung auch brauchen, wie sie etwas machen. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch ganz viele Abiturienten gehabt, die halt kurz davor standen, sich eben fürs Abitur vorzubereiten. Und das ist im Lockdown natürlich schwierig. Und tatsächlich gerade unter den Bedingungen, wenn man viele Geschwister hat, und wir haben, sage ich mal so, sehr geschwisterreiche Familien oder Kinder auch, die aus solchen Elternhäusern kommen. Und dann konnten die sich einfach einzelne Räume buchen und konnten dann auch teilweise vielleicht nur für ein paar Stunden am Tag dahin gehen. Sie hatten aber ihren festen Arbeitsplatz. Man kann sich das so ein bisschen wie so eine Präsenzbibliothek in der Uni vorstellen. Man hat da seinen Platz, man kann seine Sachen auch da liegen lassen. Man kommt dann und geht dann, wenn man möchte, aber das ist mein eigener Raum und ich kann da wirklich ungestört dann auch arbeiten. Und sei es vielleicht nur 4 Stunden am Tag. Und da buche ich mich ein und sage, ich käme gerne von 8 bis 12. Und wenn ich dann beispielsweise noch Beratungsbedarf habe in Physik oder Englisch, wird der auch dazu organisiert oder habe ich dann nur meinen Tisch und meinen Arbeitsplatz? Also mit der Beratung ist es ja jetzt im Augenblick im Lockdown so, dass das ja vor allem auf Distanz stattfinden soll. Das heißt, wir haben ja aber über unser Lernmanagementsystem haben wir immer auch die Möglichkeit, wir haben Sprechzeiten, also ganz, ganz feste Sprechzeiten. Jeder Kollege hat Sprechzeiten und man kann dann die Kollegen auch da erreichen. Und trotzdem haben wir natürlich auch mal präsentisch in der Verwaltung Leute, die man ansprechen kann, wenn es irgendwelche gravierenden Fragestellungen gibt. Ja, aber bei den Oberstufenschülern ist das eher nicht das Problem. Also die sind mittlerweile schon so selbstständig und die brauchen tatsächlich eher vielleicht Ruhe und brauchen vielleicht auch mal eine Tafel, wo sie was aufschreiben oder was auch immer, was sie zu Hause eben nicht haben. Ne? Oder projizieren mal an den Beamer irgendwo eine Mindmap oder koppeln sich dann auch mit dem anderen von zu Hause und lernen dann gemeinsam. Aber ja, und ich glaube einfach, dieser Raumwechsel, der ist halt entscheidend. Ne? Es ist bei Klausuren, ich habe das in der Klausur auch schon mal ausprobiert, komme ich vielleicht nachher nochmal drauf, dass die Schüler sich das auch aussuchen konnten, ob sie zu Hause schreiben oder ob sie in der Schule schreiben.
Dann lasst uns doch vielleicht mal ganz an den Anfang der Geschichte gehen. Einer muss ja mal anfangen, was anders zu machen. Woher kam bei euch der Impuls? Wer war das? Mit welcher Idee? Mit welcher Motivation? Ja, ich glaube, das fing an so vor ungefähr 4 Jahren mittlerweile, müsste es sein. Und das war so eine AG Digitalität, Digitalisierung, die sich da gegründet hat. Und diese war interessanterweise auch damals schon partizipativ besetzt, ganz stark mit Eltern, einige Schüler und einige Lehrer darin, Lehrerin. Und wir haben uns damals so mit der Frage beschäftigt, wohin wollen wir eigentlich? Und flankiert wurde das Ganze davon, dass wir zu dem Zeitpunkt gerade so ein neues Lernmanagementsystem an der Schule hatten, was dann den Unterbau darstellte. Und auf der Basis haben wir dann überlegt, was sind so die weiteren Ziele, wohin wollen wir gehen? Und da kam von Eltern dann der Wunsch auf, dass die Schülerinnen und Schüler bitte mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Und wir hatten uns dann halt Settings überlegt, wie wir das machen können und haben dann für uns gesagt, wir wollen klein anfangen, da kommt direkt so ein typisches System bei uns dann raus, was wir dann etabliert haben, nämlich prototypisieren. Also wir haben gesagt, wir wollen nicht direkt in groß starten, sondern wir wollen es gescheit machen und haben dann halt gesagt, wir fangen mit einer Jahrgangsstufe zum Beispiel an. Gibt es auch viele Gründe für, warum eine Jahrgangsstufe und nicht eine Klasse. Und so ähnlich haben wir mit den Räumen das dann auch gemacht. Und wir haben dann mit dieser Jahrgangsstufe versucht, Konzepte zu etablieren, Verfahren zu etablieren, die sich dann manchmal bewährt haben, manchmal auch nicht. Dann haben wir sie verworfen. Also wir haben auch versucht, so Fehlertoleranzen aufzubauen unter uns und auf diesen Sachen zu lernen, durch Evaluation, durch Gespräche, durch eigene Erfahrung. Und auf Grundlage der Erfahrung haben wir dann quasi im nächsten Jahr weitergemacht. Und so sind wir mittlerweile im 3. Jahr. Das ist so ein bisschen so die Keimzelle auf der einen Seite, finde ich. Und ich finde die 2. Keimzelle für mich, aber da müsste Lars gleich einsetzen, ist, finde ich, diese Zukunftswerkstatt, die wir kurz danach gemacht haben. Wo Lars gerade schon so ein bisschen, ich meine, du hättest schon so ansatzweise mal was davon gesagt, wo so Pole sich auftaten. Aber da kannst du vielleicht besser einsetzen. Ja, also genau, also dieses Spannungsfeld zwischen Individualisierung und Gemeinschaftlichkeit und wir haben bei uns, also ich weiß nicht, du hast ja eben auch nochmal auf die Raumsituation angesprochen, ne? Wir hatten ja diese Study Hall, das war für uns von Anfang an eine Idee und das kam daher, dass wir von Anfang an auch bei uns in der Schule solche Räume etabliert haben für Schüler. Also wir hatten zum Beispiel so einen Support-Café. Das ist in diesem Tablet-Jahrgang, hat sich das quasi etabliert, also dass Schüler aus dem Tablet-Jahrgang, die besonders versiert waren, zum Beispiel im Umgang mit Tablets, die haben sich bereit erklärt, in den Mittagspausen quasi in einem Support-Café Hilfestellung zu geben für Mitschüler, dann untere Jahrgangsstufen oder auch für Lehrer. Und man konnte sich da einbuchen. Und also das war auch so ein Buchungssystem. Ne? Insofern, das war alles schon da. Mhm. Und in diesem Support-Café war das dann so, dass in der Mittagspause dann verschiedene Schüler, zum Beispiel jetzt aus der 9. Klasse, da saßen. Und dann kamen Kollegen und konnten sich da beraten. Und das haben die auch in Anspruch genommen. Und das Schöne daran sieht man, glaube ich, also mehrere Sachen. Da sieht man einerseits, dass wir immer auch so gemeinschaftlich denken. Das heißt, wenn jemand irgendwie eine besondere Fähigkeit hat, also in dem Fall Schüler beherrschte einfach schon nach einer Woche irgendwie irgendeine App viel besser als dass ich das je beherrschen werde. Warum können wir diese Ressourcen denn nicht nutzen? Also warum müssen wir als Lehrer denn immer uns gegenseitig fortbilden? Sondern die Schüler haben sogar Spaß daran. Die erfahren ja auch Selbstwirksamkeit, wenn sie plötzlich Eltern oder Älteren etwas beibringen können. Und dahinter steht ja dann auch noch ein Gedanke, der für uns auch ganz wichtig ist als System, glaube ich, dass wir Lehrer uns als Lerner begreifen. Ne? Also wir hatten da keine Hemmschwellen. Oder unsere Kollegen hatten da keine Hemmschwellen, auch hinzugehen und dann einfach Fragen zu stellen. Und ich glaube, das sind alles so ganz, ganz viele Punkte, die dazu geführt haben, dass wir auch in der Krise so relativ schnell diese Idee so hybrider Szenarien uns überlegt haben. Ne? Weil für uns, wenn man so will, Digitalisierung immer eine Verknüpfung war zwischen physisch realen Räumen und, wenn man so will, digitalen Räumen. Das klingt ja jetzt ganz toll, ne? So euer Making-of, ein paar fangen an, nutzen die Ressourcen, die da sind, erstmal im Kleinen. Ich weiß, die Tablet-Klassen sind ja inzwischen auch weitergewachsen. Also ihr seid von einem Jahrgang, die sind sozusagen weitergegangen, die nächsten kamen nach. Also ihr seid organisch gewachsen, könnte man sagen, in der Hinsicht. Aber ich muss hier, habe natürlich den Job, hier Wasser in den Wein zu schütten und zitiere mal die Anne Slivka rein, die Bildungsforscherin, die wir eingangs auch gesehen haben.
Für die war ein zentraler Begriff, wenn sie über Schule in Deutschland spricht, der Begriff Verantwortungsdiffusion, also die Zahnräder, die auf den vielen Ebenen, ihr als Schule, eure Kommune, eure Schulaufsicht, die Schulverwaltung bis in die Landes- und in das Bundesministerium für Bildung, sagt sie, dreht sehr viel ins Leere. Und ihr könnt ja eigentlich nicht alles aus eurem eigenen Bauchnabel rausholen. Ihr braucht ja ein Netzwerk, ihr müsst euch verknüpfen. Wie habt ihr das gelöst? Ja, also vielleicht ist das auch ein Vorteil, denke ich. Also da kommen, glaube ich, viele Sachen zusammen, ne? Also zum einen sind wir ja, du hast vorher von Hasewinkel gesprochen, das kennt nicht unbedingt jeder. Das hat vielleicht auch schon damit zu tun, dass es vielleicht jetzt nicht die Riesenweltstadt und vielleicht auch nicht die riesengroße Stadt, sondern wir sind ja irgendwie zwischen Bielefeld und Münster so im ländlichen Raum, sage ich jetzt mal. Unsere Schule steht quasi direkt neben der Stadtverwaltung. Wir haben einen relativ engen Draht zu denen. Die Hasewinkler sind uns sehr wohlgesonnen in allen Bereichen. Ich denke, das spielt schon eine große Rolle damit, ne? Und dass wir natürlich auch Eltern haben, die wiederum irgendwo in der Stadt aktiv sind, ist, denke ich, eine Sache. Eine andere Sache, die vielleicht da reinspielt, weil das kann man ja nicht so auf andere Schulen übertragen vielleicht, ne? Eine andere Sache, die vielleicht da reinspielt, ist, dass wir, glaube ich, auch so viel machen dürfen, weil wir gezeigt haben immer wieder, dass das, was wir machen, auch funktioniert. Und das ist was man, glaube ich, übertragen kann. Das heißt, wenn wir mit unseren Prototypen, ich fange jetzt mal ganz simpel an, als wir den ersten Raum gebaut hatten, gebaut in Anführungsstrichen, ja, da sind wir in so einer Nacht- und Nebelaktion hingegangen und haben das mal einfach geschraubt, dann haben wir danach, nachdem wir 2-3 Räume hatten und Erfahrungen damit hatten, haben wir die Vertreter der Stadt eingeladen, um sich das anzugucken, die politischen Parteien, die Ratsfraktionen. Und die waren dann angetan davon, haben sich das angeguckt. Erklär mir noch mal kurz, Entschuldigung, ich glaube, ich habe das nicht ganz geschnallt. Was haben die sich angeguckt? Was habt ihr gezeigt? Zum Beispiel die räumlichen Gegebenheiten, ne, wie unsere Räume. Aber was gibt es denn da großartig zu gucken? Was unterscheidet sich denn von einem Stino-Schulraum? Ja, es ging damals darum, wir hatten ja gar keine digitale Ausstattung. Und es ging zum Beispiel darum, welches WLAN wird jetzt da reingebaut in die Räume? Wie wird die Projektionsfläche drangesetzt? Welche Streamingboxen haben wir? So ganz simple Geschichten, ne? Aber das ist nachher übertragen, das haben wir übertragen auch auf andere größere Sachen, wie zum Beispiel wir auch im Unterricht arbeiten. Und auch das haben sich dann unsere Vertreter und Vertreterinnen der Stadt angeguckt im Real Life. Die waren bei uns. Und ich glaube, dadurch hatten wir immer eine unglaublich starke Rückendeckung an ganz vielen Ecken und Enden. Mhm. Lars kann das ja vielleicht bestätigen. Ich glaube, wir haben das an anderen Stellen ja auch noch mal früher gemacht, ne? Also ich glaube, was ganz wichtig war, so dieses Prinzip der offenen Tür auch. Also wir haben relativ früh auch dann Anfragen bekommen von anderen Schulen und wir hatten dann so in der Vor-Corona-Zeit quasi jede Woche irgendeine Schule oder Schulvertreter, waren meistens 5 bis 6 Leute, teilweise sogar vom Schulträger aus, waren sogar Eltern manchmal dabei und Kollegen von anderen Schulen, die sich das einfach mal angucken wollten bei uns. Und deswegen waren unsere Kollegen es auch so gewohnt, ihren Unterricht zu öffnen. Sag ich mal, die Türen waren eigentlich immer auf und man hat dann mal in den Unterricht reingeschnuppert, hat sich das mal in echt angeguckt, wie das so aussieht, weil darüber zu berichten ist eine Sache, das aber mal wirklich zu sehen, wie Schüler auch individuell arbeiten, ist eine andere Sache. Und, und so gab es dann eine relativ große Offenheit. Ne? Wobei man natürlich immer sagen muss, weil du ja gerade von Wasser im Wein sprachst, das heißt ja nicht, dass das reibungslos ist. Aber man muss natürlich überlegen, sind Reibungen denn immer ein Problem? Oder ist das nicht gerade das Wichtige? Ne? Also, dass man einfach feststellt, ist natürlich auch Lehrertyp abhängig, wie ich jetzt was genau einsetze. Und ich kann nicht jedem Lehrer vorschreiben, du musst jetzt die App nutzen. Also das ist zum Beispiel etwas, da muss man halt gucken, weil es fachspezifisch total unterschiedliche Bedarfe gibt. Wir beide decken ja schon, so hast du ja gerade gesagt, das Spektrum ab und da hat auch jeder so andere Anwendungen. Aber dass wir gesagt haben, wir brauchen da zumindest eine Basis irgendwie, also das ist das Lehrmanagementsystem, damit muss halt jeder irgendwie vertraut sein, weil das ist irgendwie die Grundlage. Aber darüber hinaus, bitte entscheidet doch mit. Ihr Fachschaften oder ihr Jahrgangsstufen. Ihr seid diejenigen, die das anwenden müssen. Und insofern ist dieses mit Reinholen aller Beteiligten, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und dieses Aushalten auch von Diskussionen. Da kann man dann sagen, ja, das dauert ja viel zu lange. Ne? Ja, wenn ich das jetzt beschlossen hätte, dann hätten das alle jetzt sofort machen müssen. Ja, hätten machen müssen. Aber wer hätte es denn wirklich so gemacht? Also, ich kann Schule nicht verändern durch irgendwelche, du hast eben gesagt, dieses Räderwerk, irgendwie Schulaufsicht gibt was vor oder Ministerium, dann wird das an die Schulaufsicht weitergegeben, an die Schulleitung und an das Kollegium. Ich glaube, so kann das nicht funktionieren. Und jeder ist ja ausgebildeter Fachmann oder ausgebildete Fachfrau.
und weiß ja, was er oder sie für ihren Unterricht braucht. Und von dieser Warte aus muss man, glaube ich, an die Sache rangehen. Und nicht so sagen, ja, Digitalisierung, das ist jetzt das große Mantra und ihr müsst jetzt alle und alle im Gleichschritt, das funktioniert nicht. Jetzt habt ihr geschildert, wie so die Vernetzung im lokalen Raum war und auch so eure Policy, die Türen zu öffnen, die Leute reinzuholen, gucken zu lassen. Wenn wir dann jetzt nochmal aufs Kollegium gucken, wie viel Bock hatten die denn auf den Weg? Denn David, du hattest es ja beschrieben, los ging es mit einer AG und einem Projekttag und so und dann müssen ja mehr und mehr andere Leute reinkommen und in Diskussionen über den Berufsstand des Lehrers, der Lehrerin ist oft zu hören, ja, die werden ausgebildet als Einzelkämpfer und nicht unbedingt als Kooperateure und Teamworker. Ja, also vorweg erstmal, das Ganze braucht Zeit, ne? Also das ist, man sieht bei uns, das ist ein Prozess, der sich jetzt über mehr als 4 Jahre erstreckt und der noch nicht abgeschlossen ist, ne? Also man kann da auf keinen Fall irgendwie, auch die Krise hat, glaube ich, das nur marginal beschleunigt an der Stelle, ne? Weil das einfach Sachen sind, die Zeit brauchen. Das ist schon seit Ewigkeiten so, wie du sagst, das hat sich etabliert, man lässt das so. Bei uns ist, glaube ich, ganz wichtig gewesen, also ich kann gar nicht sagen, dass es das Patentrezept ist oder so, sondern unser Weg gewesen, dass wir so einen evolutionären Fortbildungsweg haben, ne? Und jetzt zeigt wieder so ein bisschen, wir haben gelernt von uns, ne? Also wir haben quasi was ausprobiert, haben gemerkt, ob das funktioniert und haben dann das angepasst. Das kann man ganz gut an diesen Fortbildungen vielleicht mal so exemplarisch zeigen. Mhm. Wir haben am Anfang so Fortbildungen gehabt, ich habe da auch noch Unterlagen drüber, wo wir 5 Themen angeboten haben, auch sehr technische Themen teilweise noch. Und dann hatten wir 5 Headliner, unter anderem Lars und mich dabei, aber auch noch ein paar andere. Und dann haben die teilweise mit 20 Kolleginnen und Kollegen in einem Raum gesessen und denen versucht, das zu zeigen, wie das funktioniert. Ja, das ist also ähnlich wie Unterricht, ne? Also so ein heterogener Haufen, der da vor einem sitzt. Und ich glaube, so ähnlich kann man sich das Ergebnis auch vorstellen, ne? Also das war vielleicht damals ganz in Ordnung, weil wir brauchten ja auch irgendwie, wir mussten ja lernen, ne? Klappt das oder so? Und man musste vielleicht auch mal so Interesse wecken für das eine oder andere Ding. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, dass für uns das total anstrengend ist, die das weitergeben. Auch für die Leute das total anstrengend ist, weil die das ja vielleicht gar nicht brauchen zu diesem Zeitpunkt. Dann sind wir übergegangen zu so einem anderen System, so Mikrofortbildungen, kennt jeder wahrscheinlich auch, ne? Also quasi die Themen kommen so ein bisschen on demand zustande und dann trifft man sich in kleineren Gruppen. Das ist schon gut, aber immer noch nicht gut, weil kostet auch viele Ressourcen und so. Dann hatten wir mal so Headliner da. Also wir hatten mal Kurt Söser bei uns zum Beispiel, der eine bestimmte Fortbildung gemacht hat und andere Leute, die bei uns was gemacht haben, Adrian Langela und. Das ist auch ganz nett und eine gute Ergänzung. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir eher so Richtung persönliche Lernnetzwerke gehen. Das heißt eigentlich, und das ist ja eigentlich das, was, glaube ich, am nachhaltigsten ist in der ganzen Geschichte, der Lehrer muss selbst oder die Lehrerin muss selbst von sich entscheiden. Ich habe da an der Stelle einen Bedarf. Ich mache mal ein kurzes Beispiel. Wir haben einen Kollegen, der gerade bei diesen Schulinformationstagen was machen wollte. Und das musste auf Distanz passieren. Normalerweise macht er immer so ein Konzert. Geht ja gerade nicht alles, ne? Und der hat sich dann mit Phobis, da haben wir gerade so eine Fortbildungsflatrate angekauft, hat er sich fortgebildet zu Padlet, von sich selbst aus, weil er gedacht hat, ich möchte da was machen, hat dann ein Padlet aufgesetzt, das haben wir auf die Webseite gesetzt. Erklär noch mal kurz die Fußnote zu Padlet, bitte. Ja, Padlet ist so ein kollaboratives Tool, wo man so Pinnwände erstellen kann, so ganz grob gesprochen, ja, und Material verlinken kann, Videos zum Beispiel, da ging es dann drum und so Audio-Files waren das dann vor allen Dingen, ne? Da kann man noch viel mehr mitmachen, aber er hat es dafür genutzt. Und das Coole war, er kannte das vorher nicht, ne? Er hatte aber das Bedürfnis, sowas zu machen, hat das dann aufgesetzt und hat sich selbst eben fortgebildet. Ich glaube, dahin muss das gehen. Damit es aber dahin gehen kann, weil wenn ich von Anfang an sage, so, das ist jetzt das Ding, ihr habt da Phobis und das läuft jetzt, dann läuft das garantiert nicht. Ne? Sondern ich glaube, jede Schule muss sich da irgendwie selbst auf den Weg machen und selbst Strukturen entwickeln. Und die können so aussehen wie unsere, aber wahrscheinlich können die auch ganz anders aussehen. Und ich glaube, wichtig ist, dass man voneinander lernt dabei. Aber lässt das das, was ihr als Rahmenlehrplan habt und als Anforderung, so und so viel Unterrichtsstunden soll ich absondern als Lehrerin bei euch, habt ihr dafür den Raum und die Luft und die Zeit? Ja, also das ist nun mal ein ganz wichtiger Punkt. Sowas muss man sich systemisch auch nehmen, solche Zeiten. Ne, also wir haben zum Beispiel jetzt bei uns auch so regelmäßige Barcamps durchgeführt bei uns an der Schule. Das heißt, es war wirklich ganz klar, an diesem Tag findet kein regulärer Unterricht statt. Die Schüler haben dann asynchrone Aufgaben oder können, wenn sie wollen, teilweise auch daran mitmachen. Und dann haben wir gesagt, nee, wir müssen uns diese Tage einfach nehmen. Die wurden uns ja auch zugebilligt als Schule, gerade jetzt in der Pandemie. Und dann haben wir das eben als Barcamp aufgezogen. Und das ist ja das, was David auch gerade sagte. Also, dass man sagen, wir können nicht mehr vorgeben, was jemand möchte.
möchte, sondern Barcamp funktioniert dann nach dem Prinzip. So, ich habe ein Bedürfnis, das artikuliere ich und dann wird dazu eine Session angeboten. Oder ich habe einen tollen Impuls, ich habe was ausprobiert, irgendwie individuelle Differenzierungsmaterialien im Englischunterricht erstellt und möchte das mal vorstellen. Oder ein anderer hat eine Lerntheke in Mathematik gemacht, ein anderer hat was zum Projektlernen im Geschichtsunterricht gemacht und so weiter. Und so ergibt sich dann ein Riesenboard an Angeboten und die Kollegen können dann entscheiden, okay, ja, hört sich spannend an, ich gehe jetzt mal morgens in der Schiene dahin, dann dahin und dahin. Jeder sucht sich quasi sein eigenes Menü daraus. Mhm. Und das Schöne finde ich jetzt daran, wo man sieht, wir sind mittlerweile eine lernende Organisation, ist, dass wir uns, das hatte David ja gerade gesagt, bei den anderen noch sehr viel, ich sag mal, Energie ins System reingepumpt haben, so von unserer Seite. Und jetzt man sieht, wir haben uns bei dem letzten Barcamp komplett zurückgehalten, nur noch so moderativ tätig gewesen. Und es wurde komplett von anderen Kollegen getragen. Wir haben mittlerweile 36 Kollegen, die schon Angebote gemacht haben. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist fast die Hälfte unseres Kollegiums, die schon jetzt mittlerweile Fortbildung gibt. Und vorher waren es vielleicht 5, ne? Das wäre nämlich jetzt tatsächlich genau meine Frage gewesen. Du hast ja gesagt, die Kolleginnen und Kollegen müssen ihre Bedürfnisse erkennen und artikulieren. Und wir hatten ja vorhin schon mal den Vergleich Kollegium oder Schulklasse. Auch im Kollegium gibt es ja sicherlich Menschen, die eben eher stiller sind und eher zurückhaltend sind und denken, puh, mir wäre eigentlich lieber, ihr bietet was an. Ich weiß gar nicht, habe ich ein Bedürfnis? Und wenn ja, will ich es gar nicht unbedingt artikulieren. Würdet ihr also sagen, der Faktor Zeit, da du ja gerade sagtest, immer mehr beteiligen sich, öffnet die Leute? Also es gibt halt welche, die länger an der Seitenlinie stehen, aber irgendwann kommen sie doch ins Spiel? Ja. Also man kann ein schönes Beispiel dafür zeigen. Ich glaube, am Anfang, als wir dieses Barcamp-Format so etabliert haben, da konnten sich noch nicht ganz viele was darunter vorstellen. Na, da hatten die dann so die Sorge, oh, 45-Minuten-Session, da muss ich also eine 45-minütige PowerPoint machen. Und dann so eine Art 45-Minuten-Lehrervortrag. Ne? Mhm. So, ein bisschen festgestellt haben, Mensch, die das da gemacht haben, die haben letztlich einen 10-minütigen Impuls gemacht, vielleicht so Material gestützt, mal ein bisschen, oder einfach live gezeigt, guck mal hier, das ist mein Kursnotizbuch, da zeige ich euch mal, was ich gemacht habe. Was ist ein Kurznotizbuch? Ja, das ist quasi Teil unseres Lernmanagementsystems. Wir arbeiten ja mit Tablets und die Schüler haben dort in dem Kursnotizbuch quasi die Möglichkeiten, Materialien zu hinterlegen. Mhm. Wir haben ihren persönlichen Bereich und können dort aber auch direkt reinschreiben. Das ist der Vorteil. Man kann das, also man kann maschinell dort tippen, man kann aber auch mit dem Stift schreiben. Ne? Also das ist so unser System. Also so eine Art Logbuch für die jeweilige Lerneinheit. Genau, also für jedes Fach, jeder Lehrer hat da seinen Bereich, eine Inhaltsbibliothek, er kann also Material dort reinstellen, jeder Schüler kann sich dabei selbst was raussuchen, kann quasi sein eigenes fachliches Portfolio anlegen, so muss man sich das vorstellen. Mhm. Genau, und das hat sich dann plötzlich so bewährt, dass man sagte, ja, es reicht ja manchmal auch nur ein Erfahrungsbericht und die Erfahrungsberichte wurden natürlich jetzt größer durch die Pandemie, weil alle irgendwie was ausprobiert haben, jeder hat so unterschiedliche Nischen auch für sich entdeckt, je nach Fach auch, oder bestimmte Tools. Und da kann man gar nicht sagen, was ist jetzt der richtige Weg. Der eine, der hat sich vielleicht noch wirklich mit absoluten Grundlagen beschäftigt, was völlig in Ordnung ist. Und der andere hat gesagt, nee, das interessiert mich ja gar nicht mehr. Ich will jetzt wirklich mal genau wissen, was kann ich denn damit erreichen, wenn ich so an Projektlernen denke. Wie kann ich denn da überhaupt so ein langfristiges Unterrichtsvorhaben zum Beispiel mit realisieren? Oder wie kann ich einen alternativen Prüfungsformat realisieren, eine Open-Media-Klausur zum Beispiel. Und das sind dann schon eher so didaktische Fragestellungen. Ne? So, und das ist aber völlig heterogen. Das heißt, so heterogen wie unsere Schülerschaft ist, sind wir auch. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein Zeichen ist in der Krise, dass wir das nochmal stärker begriffen haben, sodass dann diese Rückkehr in den Präsenzunterricht, ne, wo man dann denkt, oh, ich habe jetzt wieder meine 30 Kinder vor mir, funktioniert nicht. Funktioniert ja bei uns ja auch schon nicht. Obwohl wir alle irgendwie, sag mal, fachlich ausgebildete Lehrkräfte sind. Wir sind genauso heterogen. Und das wird sich auch nicht auflösen. Das ist auch kein Makel, sondern ist einfach Realität. Jetzt würde ich natürlich gerne bei euch auch nochmal rauskitzeln, wo ihr mal komplett gegen die Wand gefahren seid. Ne? Jetzt ist das so eine wunderbare Pioniergeschichte. Ihr habt jedes Mal dann aus einem Fehler was gelernt oder es gar nicht so als Fehler begriffen, sondern gesehen, okay, das war eben die Entwicklungsphase, die wir abgeschlossen haben. Jetzt machen wir es anders, wie David das ja eben beschrieben hat, zum Beispiel mit der Art der Fortbildung, was ihr ausprobiert habt und für euch daraus entwickelt. Aber gab es dann mal einen Mega-Fail, irgendwas, was ihr aber richtig vor die Wand gesetzt habt,
woraus wir lernen könnten, damit wir nicht jeden Fehler nochmal selber machen können? Müssen? Also ich würde jetzt mal sagen, ich weiß nicht, ob das unbedingt was mit Digitalisierung zu tun hat, aber mit dem ganzen Distanzunterrichtssystem. Diese Bevormunden. Also ich glaube, dass man meint, also vielleicht war das auch so, das ist so in dieser Krise passiert. Wir haben im Verwaltungsteam natürlich häufig zusammengesessen und haben uns überlegt, Mensch, wie reagieren wir auf die Krise? Wir mussten schnell reagieren. Und dieses Schnellreagieren hat dann vielleicht auch manchmal zu Schnellschüssen geführt. Also ganz konkret, dass man den Kollegen vorschreibt, so dann und dann sollt ihr Videokonferenzen machen und dann sollen eure Schüler bitte asynchron lernen. Ne? Also das quasi von oben vorzugeben, so eine Struktur. Und die Leute nicht mitzunehmen, das funktioniert einfach nicht. Und das ist wirklich, da haben ja die Kollegen gesagt, ja, aber ich habe in der fünften Klasse ganz andere Bedürfnisse, ne? Ich komme aus einer neuen Klasse und sage, ja, meine Schüler sind aber sehr selbstständig. Die brauchen gar nicht so viel Strukturierung am Tag, dass der Lehrer die morgens quasi um 8 Uhr abholt und in den Distanzunterricht und so weiter. Und ich glaube, das war ein ganz wesentlicher Lernprozess, den wir da durchlaufen haben, wo wir gesagt haben, nee, wir müssen jetzt nochmal das Ganze zurückfahren. Wir müssen alle mit reinholen. Wir müssen das in die Jahrgangsstufenteams geben. Die sollen selbst mit ihren Klassenleitungen gucken, was ist für jede Partei, wenn man so will, die beste Lösung. Und das führt dann dazu, dass wir teilweise von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe unterschiedliche Lösungen jetzt haben. Das hat dann auch vielleicht 4-5 Wochen gedauert. Ich muss sagen, vielleicht für mich etwas zu langsam, aber ich würde im Nachhinein sagen, das war, glaube ich, für mich der größte Lernprozess, muss ich wirklich sagen. Man kann Sachen einfach nicht vorgeben von oben. Das funktioniert nicht. Das wird niemals Realität. Und das war jetzt in dem Fall so. Also das ist ganz konkret. Ich weiß nicht, wer diese Dalton-Idee so kennt. Dalton-Schulen, die haben normalerweise eine Stundentafel, wo jedes Fach ein Drittel seines Unterrichts abgibt für sogenannte Lernzeiten. Mhm. Diese Schulen haben dann sogenannte Lernzeitbänder. Die sind dann irgendwann im Stundenplan so ausgewiesen. Ne? Also in den Stunden können die Schüler quasi selbst entscheiden, was sie wann machen und bei wem. Ne? Aber das wollten wir so quasi in der Krise etablieren, weil wir sagten, eigentlich ist das ja ganz gute Rhythmik, ne, dass man so synchrone Videophasen hat. Und dann war uns aber von Anfang an klar, das können Schüler nicht den ganzen Tag durchhalten. Die müssen auch immer wieder selbstständig irgendwo lernen. Ja, aber das vorzugeben und so am Reißbrett, das funktioniert nicht. Ne? Also jeder muss auch für sein Fach ja überlegen, was ist denn eine geeignete Rhythmisierung? Wenn ich jetzt im Kunstunterricht bin, dann habe ich ja eine ganz andere oder ganz andere Praxisanteile, sage ich jetzt mal, als vielleicht der Deutschlehrer. Mhm. Ja? Und da muss ich dann auch die Expertise der Leute einfach ernst nehmen. Und das braucht einfach Zeit. Und ja, das haben wir so festgestellt. Das, genau. Okay, jetzt das vielleicht so mal zum Thema Kollegium, Lehrerinnen und Lehrer. Dann lasst uns doch mal auf die Schülerschaft gucken. Wie sind die denn mitgegangen? Und du hast ja gerade auch schon angesprochen, Lars, dass die Bedürfnisse zwischen einer 5. und einer 9. oder vielleicht auch einer 12. Klasse ganz unterschiedlich sind und natürlich auch die Fähigkeit, diese Bedürfnisse zu artikulieren. Also wie habt ihr dieses heterogene Feld reingeholt in eure ganze Entwicklung? Also vorweg muss man vielleicht sagen, dass das tatsächlich so ist. Das war ein Riesenunterschied, ne? Zwischen der Erprobungsstufe insbesondere, also Klasse 5 und 6, der Mittelstufe und der Oberstufe. Also relativ problemlos hat das bei uns in der Oberstufe und in großen Teilen der Mittelstufe geklappt. Man muss sagen, je älter die Schülerinnen und Schüler werden, desto besser ist es eigentlich, weil die selbstverantwortlicher sind und wir vielleicht auch bestimmte Sachen schon mit denen eingeübt haben, die dazu führen, dass sie eben selbstverantwortlich und selbstbesteuert arbeiten können. Und in der Erprobungsstufe war das noch nicht so. Da haben wir dann am Anfang versucht, die ein bisschen stärker mit in die Hand zu nehmen. Und Lars hat gerade schon von so Lernbegleitungen gesprochen, die wir damit ausgerollt haben. Ganz konkret haben wir so Lerncoaches zum Beispiel, die zur Verfügung stehen. Wir haben 10 ausgebildete Lerncoaches bei uns an der Schule, die man sich dann buchen kann. Wir haben einen Schulsozialarbeiter, der stark im Einsatz war bei den Schülerinnen und Schülern, die Probleme damit hatten. Und wir haben ja vorher schon über die Study Hall gesprochen. Da haben wir eine extra Study Hall für die Erprobungsstufe gehabt. Und dieses Study Hall wurde auch vom Personal mitbetreut, die stärker unterstützt haben. Das heißt, die haben mit denen zusammen dann so Tagespläne, Wochenpläne erarbeitet.
Das war so in der ersten Zeit. Und irgendwann haben wir gemerkt, jetzt für die zweite Welle, jetzt sind wir fast vor der dritten, in der zweiten Welle haben wir gemerkt, das müssen wir etablieren, das müssen wir systematischer machen für die Erprobungsstufe. Und dann kam, wir hatten ja vorher schon über Padlets gesprochen, dann kam an der Stelle so ein verpflichtendes Element rein, was allerdings quasi Wunsch von Eltern und Schülern und Lehrern war. Also, also kein von oben diktiertes verpflichtendes Element, sondern ein von unten erwachsenes verpflichtendes Element, wo dann die Wochenstruktur abgebildet wurde in Padlets, wo man sich dann halt als Schülerinnen und Schüler angucken konnte, was liegt jetzt diese Woche an? So ein bisschen so ein Wochenarbeitsplan, ne? Kennt man. Der eine Hilfestellung ist dann für die Schülerinnen und Schüler. Wir haben im vergangenen Salon von der Luisa Regel, von der Schülerin gehört, dass sie haben auch an ihrer Schule eine Umfrage gemacht, dass doch einige Kinder sagen, ihnen kommt das asynchrone Arbeiten total entgegen, also dass sie entkoppelt sind vom Stundenplan, von der bisher gültigen Stundenstruktur, dass sie sich auch Videos so oft angucken können, wie sie lustig sind und dass sie auch, wenn es vielleicht Menschen sind, die jetzt nicht so gerne im Rampenlicht stehen, eben so abseits von den anderen 29 Klassenkameraden und Kameradinnen arbeiten und auch präsentieren oder zu Ergebnissen kommen können. Wie beobachtet ihr das? Also seht ihr, würdet ihr auch sagen, ja, da liegt ein Vorteil drin für die, die im Klassenverband nicht so zum Zuge kommen? Oder müsst ihr da nicht doch auch ganz anders aufpassen, dass die ruhigeren oder die, ja, dass ihr nicht den Bezug verliert, also dass nicht doch das ein oder andere Kind hinten runterfällt, weil ihr gar nicht erkennt, welches Bedürfnis oder welches Defizit es da gibt? Ja, ich würde sagen beides, ne? Also zum einen blühen unglaublich viele Schülerinnen und Schüler auf in dieser Zeit, ne, die man vielleicht vorher gar nicht so im Blick hatte, die jetzt das für sich entdecken. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einige, die hinten runterfallen. Und es fehlt auch was, ne? Also da habe ich ja vorher schon von, und Lars hat ja auch schon von gesprochen, von diesem sich reiben und so. Das fehlt natürlich an der Stelle. Also gerade das ist wichtig, dass man jetzt auch wieder, deswegen haben wir zum Beispiel so einen Stopptag geplant, wo wir jetzt nochmal innehalten und mit den Schülerinnen und Schülern sprechen, so individuell, wie war es eigentlich, wie können wir weitermachen, was sind so Punkte für dich, ist es vielleicht doch besser in der Schule zu arbeiten, ne? Und auch diese, eigentlich ist es jetzt ja höchste Zeit, in so Wechselmodelle zu kommen, wo die Schülerinnen und Schüler auch mal in die Schule kommen, damit eben auch ein Gegengewicht zu diesem mit Sicherheit unglaublich anspruchsvollen Lernen auf Distanz da stattfinden kann. Ich sehe, Natascha hat sich eingeklinkt und hat bestimmt eine Frage oder eine Anmerkung. Genau, uns haben zwei Fragen erreicht. Und zwar einmal, was konkret habt ihr von euren SchülerInnen gelernt? Und wie denkt ihr, sieht die Zukunft von technologiebasierter Schul- oder Bildung aus? Welche Technologien sind sinnvoll und wo kommt Technologie an ihre Grenzen? Fangen wir vielleicht mal mit Frage 1 an, Lars. Dann kannst du noch über Frage 2 nachdenken. Also Frage 1, ich glaube, so dieses Support-Café, was wir vorher schon angesprochen hatten, ist ein typisches Beispiel, wo man von Schülerinnen und Schülern gut lernen konnte. Eine zweite Geschichte ist, wir rollen ja die Tablets aus. Und in dem Prozess hatten wir immer so eine externe Agentur eingekauft, die uns dabei geholfen hat. Das kostete super viel Geld. Und irgendwann kamen die Schülerinnen und Schüler auf uns zu und haben gesagt, hör mal, das können wir doch auch. Und haben uns aktiv angesprochen und gesagt, nimmt uns. So, und das haben wir dann gemacht. Leider in diesem Jahr konnten wir es mit der Pandemie unter den Bedingungen nicht machen, aber das werden wir hoffentlich wieder machen. Das heißt, wir versuchen eben sowas aufzunehmen auch und dann daraus zu lernen. Lars, dann an dich die Technikfrage, also nach den Tools. Total passend für mich, genau. Aber ich versuche das mal. Insofern wird es eine kritische Antwort. Ich glaube, dass dieser Ansatz falsch ist. Ich glaube, man muss sich erstmal grundsätzlich darüber Gedanken machen, was will ich denn eigentlich für ein Lernen? Und bei uns steht immer so eine reformpädagogische Idee des Lernens dahinter, ne? Also mehr Selbstverantwortung, auch mehr Selbstbestimmung. Das ist übrigens nochmal was anderes. Also das heißt, auch eigene Ziele definieren können. Das ist quasi der nächste Schritt. Und dann kann ich gucken, wo helfen mir denn bestimmte Tools vielleicht dieses Vorhaben umzusetzen. Also wenn es zum Beispiel um Kollaboration geht, um das Erstellen gemeinschaftlicher Produkte, bietet sich das natürlich super im digitalen Raum an. Ich teile meinen Bildschirm oder die Schüler arbeiten in Kleingruppen zusammen an einem Board, entwickeln eine gemeinsame Übersicht oder jetzt bei dieser, wir haben eine Postkartenaktion gemacht, hatte ich so bei uns in der Schule zu Weihnachten, da haben die Schüler dann auch gemeinschaftlich in dem Dokument das gearbeitet und da kann das eben zusammengebracht werden. Ne? Da hilft das total, also wirklich, wenn man so will, gegenstandsorientiert Lernprozesse zu reflektieren. Ich glaube, das ist ein riesen Gewinn.
dass man auch immer zum Beispiel in diese Kursnotizbücher reingucken kann. Man hat immer direkt eine Übersicht über das Portfolio der Schüler. Man weiß, wo die sind. Wenn ich dann zum Beispiel ein Beratungsgespräch mache, dann weiß ich immer schon, dann gucke ich mir als Vorbereitung das einfach an. Und ich habe immer einen Bezugspunkt, auf dem ich gut mit den Schülern ins Gespräch kommen kann. Das ist insofern wirklich eine gute Visualisierung letztlich von Lernprozessen. Ich glaube, dass das eine Riesenchance ist, die ich habe. Ansonsten habe ich ein Problem mit sogenannten personalisierten Lernformen. Das sind ja diese sogenannten adaptiven Lernsysteme, ne, wo dann irgendwie ein Algorithmus bestimmt, auf welchem Niveau bin ich jetzt eigentlich. Ich mache da Übungen und je nachdem, welche Fehler ich in welchem Bereich mache, spuckt das Lernprogramm mir dann passgenaue Übungsmaterialien für meine Situation aus. Das ist für Übungsphasen super. Wir haben das auch mit Betamarks in Mathe zum Beispiel. Das hilft. Aber das darf niemals quasi Überhand gewinnen, finde ich, weil dadurch eben genau diese Unwucht entsteht, die wir ja in unserem Leitbild ja auch eben versuchen zu vermeiden. Also immer Schule als gemeinschaftlichen Raum auch wirklich erfahrbar zu machen. Und da ist dieses partikularisierende, individualisierende Lernen, das ist ein Element da drin, aber es darf niemals so dazu führen, dass ich sag mal so, die Schüler vor ihren Rechnern sitzen, ihr Curriculum haben, dann einfach gucken, wo sie sind und die Lehrer rennen durchs Gebäude so als Lernberater und gucken mal den Schülern über die Schulter, was sie tun. Also wenn das damit gemeint ist, da gibt es ja einige, die finden das toll. Ich bin da ein großer Gegner von, muss ich ganz klar sagen. Und nicht nur ich, sondern ich glaube auch viele in unserer Lehrerschaft und auch Schülerschaft finden diese Monokultur, die dann vielleicht so als Utopie dann verbunden wird, gerade von einigen Tech-Unternehmen, sage ich jetzt mal, die finden wir nicht gut. Ne? Sondern dieser soziale Raum, der muss halt wieder neu definiert werden. Und auch im Digitalen, ne? Das ist nicht nur was Präsentisches, sondern ich finde auch da geht es immer darum, wie kann ich möglichst viel Austausch herstellen. Um ein Beispiel zu nennen, ich bespreche gerade mit meinen Schülern ein Drama, Besuch der alten Dame, und die inszenieren jetzt einzelne Szenen immer gemeinschaftlich in der Videokonferenz, verkleiden sich, das ist ja jetzt einfacher, weil sie zu Hause sind, und treffen sich dann gemeinschaftlich zu einer bestimmten Zeit und sprechen dann diese Szenen rein. Und wir sind dann so quasi, und so arbeiten die auch vielfach gemeinschaftlich. Ne? Mhm. Und sowas ist halt total gut und hilfreich. Und genau, ich rede schon wieder viel zu viel. Aber es klingt für mich so, als wärt ihr nicht so Techies, sondern eher so Reformpädagogen an der Regelschule. Ja, das ist uns irgendwann auch bewusst geworden. Also Techies waren wir noch nie, aber dass wir so gedankenmäßig immer mehr mit reformpädagogischen Sachen liebäugeln, ist uns irgendwann bewusst geworden, ja. Ja, ich habe vielleicht noch ein Thema, was wir immer so ein bisschen angeschnitten haben. Katja, wenn ich das einstreuen dürfte, nämlich diese Prüfungskultur. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Oder wolltest du da noch drauf zu sprechen kommen? Da wollte ich auf jeden Fall drauf zu sprechen kommen, aber ich sehe, dass Natascha sich wieder eingeklinkt hat. Ja. Also entweder haben jetzt Lars Ausführungen nicht gereicht oder es gibt noch eine weitere Frage aus dem Publikum. Ja, es gibt noch ein paar Fragen. Stichwort Verantwortungsdiffusion. Das klingt alles hervorragend bei euch, aber es hängt letztendlich an einem engagierten Schulleitungsteam. Was können Lehrerinnen machen, die auf sich alleine gestellt sind? Ja, also das wäre auch tatsächlich, um das nochmal aufzugreifen, eine Frage, die ich noch auf dem Zettel habe. Wo beginnen? Ja? Also egal, ob ich jetzt Schülerin bin oder Referendarin, Lehrerin an der Schule, Schulleiterin, ich kriege es ja nicht allein gebacken. Wie fange ich an? Ja, also das ist mit Sicherheit ein Punkt, ne, der auch schwierig ist. Ich glaube, es lohnt sich aber im Kleinen anzufangen. Ich habe ein paar Mal die Schule gewechselt zwischendurch und man kann auch im Kleinen arbeiten. Also es muss mit Sicherheit ein bisschen was zusammenkommen, damit es so gut läuft, wie bei uns das jetzt gerade läuft. Es gibt auch durchaus Beispiele, wo es nicht so gut läuft, oder was heißt gut, ne? Wo es so schnell läuft vielleicht, ne? Obwohl das ja auch nicht schnell ist bei uns, ne? Also für mich zumindest nicht. Aber ich glaube, man kann im Kleinen auch seine Netzwerke bauen, und ich glaube, man kann überzeugen an ganz vielen Stellen. Wenn man Gutes tut, kann man mit dem Guten, was man macht, auch überzeugen, und das kann man auch als in Anführungsstrichen kleiner Schüler, als kleiner Lehrer, weil ich hoffe doch, dass unsere Kultur sich ändert. Also wir sind doch auf einem guten Weg eigentlich in eine andere Kultur, nämlich die Kultur der Digitalität. Und in dieser Kultur nimmt man doch wahr, was andere machen.
und lernt voneinander. Ne? Gemeinschaftlichkeit und sowas. Und wenn das ernst genommen ist und sich durchsetzt, dann setzt sich da Gutes auch im Diskurs durch und man kann dann was unternehmen. Und dann gehen Schulleiter auch darauf ein und Schulleiterinnen und Lehrer, die das sehen bei ihren Schülern. Also ich würde darauf hoffen, dass es besser wird. Also dein Thema Prüfung besprechen wir auf jeden Fall gleich noch. Ich wollte aber noch mal so eine etwas globalere Frage abzielend auf das Thema Bildungsgerechtigkeit stellen. Ich habe mir von euch einige Videos angeguckt und sehe, eure Schule ist noch nicht alt, also zumindest nicht irgendwie so ein Gründerzeitkasten, bei dem einfach alles all ist, von den WCs bis zu den nicht vorhandenen Glasfaserleitungen. Also ihr habt einen relativ modernen Schulbau, das sieht alles ziemlich gepflegt aus bei euch in der Gegend. Sitzen die Bertelsmänner, sitzt Miele, sitzt Klaas, dieser Landmaschinenhersteller. Das sind schon mal drei echte Dickschiffe. Und ich stelle mir mal vor, der Gemeinde geht es ganz gut und wahrscheinlich sind auch in der Elternschaft die einen oder anderen ganz gut bezahlten Ingenieurinnen und Facharbeiter und sowas. Wäre denn so eine Entwicklung, wie ihr die genommen habt, auch in einer weniger gut gepolsterten, gepamperten Gegend möglich? Oder ist das schon auch das Finanzielle, was dahinter steht, oder das, ich unterstelle das jetzt, das vielleicht ganz gute Durchschnittseinkommen in der Elternschaft? Wissen tue ich das jetzt nicht, aber wir haben schon Kontakte auch zu anderen Schulen. Ich denke jetzt gerade an Köln zum Beispiel, die auch mit im Rahmen ihrer Mittel, und dann in dem Fall ist es eben nicht ein Kölner Innenstadtbereich, sondern außerhalb, die im Rahmen ihrer Mittel eine ganze Menge machen können. Und ich glaube, man kann sich da auf den Weg machen. Das sieht dann vielleicht anders aus als bei uns, weil vielleicht die Hilfen bei uns tatsächlich höher sind. Das ist wahrscheinlich so. Und ich erlebe das auch in Bielefeld, dass das durchaus anders aussehen kann. Aber auch hier passiert eine ganze Menge Gutes. Und hier machen sich Leute auch auf den Weg und es führt zu ähnlichen Ergebnissen. Also man kann ja zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, Schülerinnen und Schüler mit Rechnern auszustatten, gibt es ja auch die Möglichkeit, sich auf den Gebrauchtmarkt umzutun und zu gucken, es gibt genügend Institutionen, die einem helfen. Gebrauchte Rechner bekommt man gerne von Unternehmen gespendet, die man dann wiederum seinen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen kann für die Distanzlernphase. Also ich glaube, dann, wenn man genug sucht in seiner Umgebung, wird man was finden. Also nicht nur ich glaube, das weiß ich. Und sehe das auch hier in der Umgebung. Das funktioniert in der Regel. Also ich würde schon sagen, dass das natürlich vielleicht besonders ist bei uns, aber übertragbar ist so mit anderen Vorzeichen auch auf andere. Und bevor wir dann wirklich Cliffhanger zur Prüfungskultur kommen, nochmal ein Blick auf die Inhalte und auf den Stoff. Verändert der sich durch das veränderte Lernen? Ich meine, Besuch der alten Dame, Lars, hast du angesprochen, klingt jetzt für mich so, als hätte ich das auch schon mal gehört. Aber kann ja sein, dass du sagst, nee, das kommt dann jetzt doch anders rüber durch die unterschiedlichen Formate und Kanäle. Also ich kann mal ein anderes Beispiel bringen. Das war jetzt so, es war so alter Kanon so, ne? Das war. Aber ich habe jetzt gerade mit der 9. Klasse zum Beispiel, haben wir ein Kurzgeschichtenprojekt realisiert und da haben die Schüler erst ein Computerspiel gespielt, was früher auch nicht ging, quasi am Tablet, und haben dann auf der Grundlage dieses Computerspiels, da ging es ums Erwachsenwerden, das war unsere Themenreihe, passt ja auch ganz gut in das Alter, da sollten die quasi aufbauen von diesem Computerspiel eine Kurzgeschichte, selbst verfassen, literarisch. Hatten vorher natürlich auch andere Kurzgeschichten, hatten auch Bezugspunkte dazu. Und dann haben die Schüler angefangen, quasi einzeln, also in den asynchronen Phasen, diesen Text zu schreiben, im Textverarbeitungsprogramm. Dann haben die sich quasi immer wieder in den Präsenzphasen, in den synchronen Phasen, haben die sich getroffen, haben dann Peer-Feedback gemacht. Man konnte ja dann quasi das teilen. Man hat dann Kommentare reingeschrieben bei dem anderen und so weiter. Und ja, am Ende haben die Schüler dann quasi eine Klassenarbeit geschrieben, bin ich jetzt schon wieder so, und haben dann quasi ihren eigenen Lernprozess da reflektiert, ne? Und bezogen auf das Computerspiel, das heißt, wir können plötzlich andere Medien einbinden. Wenn du jetzt nochmal sagst, was hat sich vom fachlichen Lernen verändert, jetzt im Fach Kunst, dann kennt ja vielleicht jeder dieses perspektivische Zeichnen, man muss das vielleicht alle mal machen, so Fluchtpunktperspektive. Mhm. So Isometrie zeichnen. So, das haben wir immer noch und nöcher gemacht, um irgendwie Dreidimensionalität zu illusionieren. Mhm. So, mittlerweile habe ich jetzt zum Beispiel auch mit meiner 9. Klasse so ein CAD-Programm ausprobiert, also so ein 3D-Programm, mit dem die Schüler dreidimensional zeichnen können auf dem Tablet. Und die haben dann quasi eigene Möbel entwickelt für ihren Klassenraum oder für die Schule der Zukunft. Ne? So, wie könnte das dann überhaupt aussehen? Haben das dann gezeichnet, dann wurde das an 3D-Drucker geschickt, dann haben die das in kleinen Miniaturen ausgedruckt
Und darüber hinaus konnten die auch noch ihre Modelle, die sie gezeichnet hatten, einspeisen in eine VR-Brille. Und die konnten dann quasi im Realmaßstab sich mal angucken, Mensch, der Schrank, den ich da gebaut habe, so sieht der also aus, wenn ich da jetzt rumgehe. Mhm. Ja, also da sieht man, diese Erfahrungsräume können natürlich da schon größer werden. Und ich kann viel mehr experimentieren, ich kann viel, viel kreativer verschiedene Ansichten erzeugen, sage ich mal, von Lernprodukten oder von bestimmten Kreationen, die ich selbst gestaltet habe. Und da verändert sich natürlich Lernen. Da wird Lernen einfach fluider, da wird Lernen variantenreicher. Ich habe zum Beispiel eine Schülerin, die nicht so gut ist im Schriftlichen, aber die hatte zum Beispiel jetzt neulich auch bei der alten Dame, die hat dann einfach da verschiedene Bilder gezeichnet, so eine Art Comic, und hat das dann einfach besprochen, hat gesagt, warum sie das jetzt so gezeichnet hat. Mhm. Und da war auch ganz viel Tiefe drin, ne, in den Gedanken dieser Schülerin. Die waren halt dann nicht schriftlich abgefasst, die waren einfach anders medial aufbereitet. Und so kann man vielleicht dann schon, sage ich mal, Lernen variantenreicher gestalten und auch bedarfsorientierter für jeden einzelnen Schüler. David, und ich glaube, jetzt liegt der Ball bei dir und bei den Prüfungen. Und ich sehe, ihr bloggt auf prüfungskultur.de und habt auch da Vorstellungen, wie sich das verändern könnte. Ich glaube, so in genauso wie Lars, du es gerade beschrieben hast, also dass die Produkte oder die Gedankenwege oder der Nachvollzug der Gedankenwege sich verändert. Aber ich glaube, du kannst das viel besser erklären, David. Ja, aber du hast das im Prinzip schon ganz gut gemacht. Also das ist gar nicht so weit davon entfernt. Also die Idee dahinter ist, wie wir das gerade schon gesagt haben, geht es ja bei uns eigentlich um eine Veränderung der Lernkultur. Ne? Also wir möchten, und das sieht man an den ganz vielen Beispielen, dass Schule sich reformiert. Ne? Und zwar nicht, indem wir erstmal vor die Wand fahren so richtig. Ich meine, so ein bisschen sind wir es ja schon, aber quasi im System. Ja, also jetzt nicht eine Schule quasi vor die Wand fahren und da neu aufbauen, sondern wir wollen mit unseren Schulen, die gerade laufen, die Lernkultur etablieren. Und das Problem an diesen Sachen, die auch Lars gerade beschrieben hat, ist ja häufig, dass man, wenn man das erzählt, dann gesagt bekommt, ja, aber wie ist es denn dann? Dann kommt irgendwann eine Abiturprüfung und dann stehst du da mit deinen Schülern. Weil ihr habt ja jetzt tolle Sachen gemacht, aber dann kommt nachher doch wieder ein Blatt Papier und muss dann anders sein. Ne? Und da haben wir gesagt und einige andere auch, dass das ja ein schwieriges Argument ist, weil man müsste dann ja eigentlich mal an dieses Argument ran, weil es ist ja fast völlig klar, dass die Beispiele, die wir gerade genannt haben, super gut sind. Und dann kann es ja nicht so sein, dass man immer wieder die aushebeln kann, durch das man sagt, da ist am Schluss eine Prüfung und daraufhin müssen wir alles ausrichten. Und deswegen haben wir und viele andere ein Institut gegründet, das sich das zur Aufgabe gemacht hat, über diese Prüfungskultur nachzudenken und die bestehende Prüfungskultur in Frage zu stellen und zu überlegen, wie müsste eigentlich eine zeitgemäße Prüfungskultur aussehen. Und da sind wir ganz nah dran an den Beispielen, die Lars da gerade genannt hat. Und die sind tatsächlich irgendwie so begleitend. Und die können, wir haben da verschiedene Beispiele auch gesammelt, die können zum Beispiel so aussehen, dass sie an einem Tag, an einem beliebigen Tag geschrieben werden, diese Prüfung, selbst gesteuert, wenn der Schüler oder die Schülerin soweit ist und das möchte. Das kann eine Projektarbeit sein, so wie ich das gemacht habe mit meinen Schülerinnen und Schülern. Am Ende quasi einer Einheit reichen die ein Projekt ein, haben da 2 Wochen für Zeit und dieses Projekt wird dann mit einer Dokumentation bewertet. Oder Lars hatte vorher die Open-Media-Klausur. Open-Book-Klausuren finde ich auch total spannend, weil die Idee, die dahinter steckt, ist ja, wir wollen ja was abprüfen im Idealfall, wenn wir denn prüfen wollen, was irgendwie auch einen Realitätsbezug hat. Also nicht so eine Scheinsituation, wo man sich in einen stillen Kämmerlein hinsetzt und nichts hat und so tut, als wäre das jetzt die Situation. Wenn ich was löse, habe ich ja zum Beispiel das Internet zur Verfügung, habe meinen Rechner. Und zum Beispiel für Programmieren ist das auch total wichtig, dass der Rechner da ist, zum Beispiel für den Informatiker, dass der Compiler da ist und mir hilft. Mhm. Jetzt haben die aber in der Klausur ein Blatt Papier vor sich liegen. Wie blöd ist das denn? Warum kann man das nicht ändern? Warum kann man nicht sagen, ja, dann habt ihr bitte in der Klausur auch diese Sachen, weil dann habe ich ja viel interessantere Prüfungen, die ich mit denen stellen kann. Die Schüler finden das viel interessanter, die bekommen die Hilfestellung, die sie in der Stunde auch haben. Was spricht denn dagegen? In unseren Augen eigentlich gar nicht. Ja, dann würde vielleicht die Prüfungskommission sagen, dagegen spricht, ich kann den Anteil der eigenen Leistung nicht rausfiltern im Verhältnis zu den Fremdquellen und dem reingecopy-pasteten. Mhm. Genau, und das ist eben eine Frage, da müssen sich halt die Aufgabenstellungen auch komplett verändern. Also wenn ich natürlich irgendwie eine AFB1, also Anforderungsbrei 1 heißt reproduzieren, wenn ich dann sage, ja, was weiß ich,
wann ist Johann Wolfgang von Goethe geboren? Oder nenn mir doch mal die drei wichtigsten Kriterien von Kurzgeschichten. Die Frage ist, ob das überhaupt eine angemessene Frage ist. So, die kann ich natürlich sofort googeln oder nachgucken. Das sind natürlich Fragestellungen, die funktionieren in diesem Setting überhaupt nicht mehr. Ne? Aber wenn ich von Anfang an quasi eine individuelle Fragestellung habe als Schüler und ich diesen Weg, diesen individuellen Weg des Schülers auch begleite, dann und in der Aufgabenstellung in der Klausur dann zum Beispiel die Aufgabe ist, beziehe doch mal diesen Fremdtext, den du jetzt hier bekommst, mal auf das, was du als deinen eigenen Frageschwerpunkt dir ausgesucht hast. Dann ist das eine hochgradig individuelle Klausur und dann ist das nicht so, ich rufe mal gerade bei meinem Nachbarn an, der sitzt ja auch hier irgendwie drei Häuser weiter. Wie hat der denn jetzt die Aufgabe beantwortet? Weil er hat im Idealfall eine ganz andere Fragestellung. Ja, und dadurch, dass es nicht diese eine Situation ist, die ich quasi dann kontrollieren muss, sondern dass es ein langer Prozess ist, den ich auch begleitet habe, ist ja bei Bildern genau das Gleiche, ne? Also als Kunstlehrer. Wenn ich mir quasi Woche für Woche immer so Teilschritte abfotografieren lasse von den Werken, die die Schüler gerade machen, dann können die nicht mit irgendeinem von der Schwester gezeichneten Bild kommen am Ende und sagen, ja hier, das haben wir jetzt im Distanzunterricht gemacht. Ne? Indem sie das quasi immer in einem Portfolio schon dokumentieren, ich Rückmeldungen dazu gebe, dann weiß ich genau, wo er ist. Und wenn er dann plötzlich einen Quantensprung macht, dann weiß ich, dass das irgendwie nicht richtig sein kann. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man anders rangeht an Schüler, sondern die nicht alle vorverurteilt per se, sondern dass man sagt, wir vertrauen euch erstmal. Jetzt habt ihr vielleicht gehört, dass hier schon der Kuckuck gepfiffen hat in der Kuckucksuhr. Das heißt, ich muss langsam in den Landeanflug gehen. Ich würde gerne noch einmal fragen, Natascha, ob es noch Fragen gibt, weil dann wäre das jetzt die Gelegenheit. Ansonsten hätte ich auch noch eine letzte. Okay, dann würde ich gerne, ihr habt vorhin von der Study Hall gesprochen und dass da, also ich glaube, das habe ich gelesen, dass da auch so ein Handapparat bereitsteht und ihr habt es ja gerade gesagt, ihr plädiert sowieso dafür, alle Quellen, die ich im echten Leben auch habe, auch in der Schule zugänglich zu machen. Vielleicht gebt ihr uns noch ein paar Quellen an die Hand zum Schluss. Wir sammeln hier immer gern sowas wie so einen kleinen Handapparat. Also welchen Account, welches Buch, welches Video, welche Institution würdet ihr sagen, guckt sich das interessierte und geneigte Publikum jetzt mal näher an? Also wo holt ihr zum Beispiel Inspiration oder super Beispiele für eure Arbeit her? Ja, ich fange mal an, Lars kann ja ergänzen. Also ich finde das Buch von Felix Staller eigentlich total so eine Basislektüre, ne? Kultur der Digitalität. Schaller war der Name? Staller. Mhm. Und dann das Routenplanerbuch von Axel Krommer, hast du das vielleicht da zufällig irgendwo? Und Philipp Wampfler und vielen anderen. Ist, glaube ich, auch ein Standardwerk. Agile Schule finde ich noch ganz spannend. Genau. Und das Neueste, das ist jetzt das auf der rechten Seite, ist von Wanda Klee, Philippe, Axel und noch vielen anderen, Hybrides Lernen. Ist ein unglaublich spannendes Buch. Also das wären vielleicht spannende Bücher dabei. Ansonsten unsere Webseite, also quasi die Prüfungskultur-Webseite hatten wir ja gerade schon, aber nicht so viel Eigenwerbung machen. Also mach du mal weiter. Was hast du noch, Lars? Naja, ich glaube grundsätzlich, Twitter-Lehrerzimmer ist, glaube ich, die zentrale Anlaufstation im Augenblick. Ja. Wenn man da irgendwas ausprobieren will, viele teilen da einfach ihre Materialien und auch Gedankengänge oder werden animiert, gemeinschaftlich auch was zu entwickeln. Ich glaube, darauf kommt es ja an. Ich glaube, weil du hast ja eben von den Kollegen gesprochen, die vielleicht Einzelkämpfer sind bei sich in der Schule, wo die Schulleitung vielleicht nicht so dahinter steht. Aber da findet man auf jeden Fall Rückendeckung und da findet man auch Mitstreiter vielleicht für bestimmte Fragestellungen. Also wir haben jetzt ganz konkret zum Beispiel bei dem Institut einige Mathematiklehrer, die sagen, okay, das ist spannend, wir können uns das für Mathematik jetzt noch sehr schwierig vorstellen mit diesen offenen Formaten, aber wir vernetzen uns jetzt einfach mal gerade und überlegen mal gemeinschaftlich, ne? Können wir da nicht auch mal so eine offene Klausur stellen? Ne? Genau. Habt vielen, vielen Dank, David Tepasse und Lars zum Bansen vom Gymnasium Hasewinkel über zeitgemäßes Lernen und Unterrichten, wobei das Lernen und das Unterrichten nicht nur auf Seiten der Lehrer oder der Schülerinnen und Schüler stattfindet, sondern wechselweise. Habt vielen Dank für eure Zeit und euren Input heute Abend und allen im Stream auch vielen Dank fürs Mitdenken, für die Fragen natürlich auch.
Am 31. März, also in einem guten Monat, sprechen wir im digitalen Salon auch wieder übers Lernen, aber dann über ein ganz anderes, nämlich über das maschinelle Lernen und das, was wir uns angewöhnt haben, künstliche Intelligenz zu nennen. Bis dahin vertreibt euch die Zeit gerne mit den bisherigen digitalen Salons. Gibt es als Video, gibt es als Podcast. Ich bedanke mich bei euch allen für euer Interesse. Macht's gut. Tschüss. Dankeschön. Das war's jetzt, ne? Ist raus. Ja, okay. Alles klar. Gut.